Hey, der hier ist neu. Ein Schmelztag für den königlichen Drachenzahn bekommen und guten Stil. Ja? Komm, 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 komm. Der ist übrigens auf der Insel closest to hell. Islands, wie auch immer. Das ist auch ziemlich stark. Ganz deutlich zu erkennen. Guten Stil. Ah, komm. Ich will 4 Drachenzähne haben. Nur 4 Stück. Ah. Los. Achso, das war der Konter. Okay. Ich dachte eben schon, warum nichts gestohlen werden konnte, weil die Anzeige da war. Okay, was bringt der Quickshot hier? Nicht unbedingt wenig Schade, aber nicht wirklich viel. Wow, Kundenstil, schon wieder. Ich habe natürlich mitgedacht und kurz davor gespeichert. Und das hier ist der halbe Shot, ich die Pulsar-Ammo. Langsam. Langsam wie Sau. Aber nicht mit dem maximalen Schaden, den man kriegen kann. Es gibt bessere Munition als das. Ja, und wir sind tot. Phoenix! Hey! Wäre doch mal eine Chance, was zu klauen, wenn er uns nicht gleich umbringt. Schauen wir doch mal, ne? Krieg ich Drachenzähne? Auf jeden Fall wurde es viel geheilt. Das ist ganz toll. Nicht auf Steve. Was? Full life auf Steve. The Draw Ferrara Display Shell Protect. Naja. Fast Ammo. Ich hab auch was geht. Ist hier genug HP? So Bashing ist gar nicht mal schlecht bei sowas. Red Fangs gestohlen. Ach Gott. Bin so veräppelt. Schade. Zu schade. Ich habe bloß noch mehr Red Fangs. Oder? Irgendwo hier, ne? Wo waren die? Da. 29 habe ich davon jetzt. Na gut. Ich werde nochmal speichern hier und dann geht es zum nächsten Gegner. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege tatsächlich mal einen Morball hier zu Gesicht und kann ihm was klauen. Ich will diese 2 Fühler haben. Folge ich hier nicht weg. Da ist der Morball. Kriege ich 2 Fühler? Oh, Back-Attack, wir sind gearscht. Richtig geil. Wenigstens Schutz vor mir selbst und Schlaf. Eben. Ich hab doch die Suna. Lass Urban bitte die Flucht ergreifen. Na los! Flucht! Himmel! Ich hasse dieses Vieh. Schauen. Bin nur du das flüchten. Komm, los doch. Sehr schlau. Die fasst sich einfach selber an.
super schlau, der Bursche. Und Gift tot. Und Phoenix, wow. Schon wieder. Na gut. Wir trotzdem eine Chance darauf, noch was zu klauen. Ich bin nur zwei Zerfühler. Mehr will ich gar nicht haben. Kurzen Stil. Ah. Invincible Moon, das kommt gut. Das kommt gut. Sehr cool. Jetzt sind wir kurzzeitig unverwundbar. Das hat Angel auch wirklich mal was gelernt. Das ist gut. Das kommt mir jetzt wirklich gelegen, ey. Das war nicht übel, Irvine. Mixter Bad Breath. Ich bin verwundbar. Ich weiß nicht wie lange, aber ich bin verwundbar. Aktuell. Ach, komm. Gibt Demi irgendwas? Marlboro Tech ist gestohlen. Jawoll. Zwei Stück sogar. Die sind alles, was ich wollte. Ich hoffe, es ist vielleicht, das hier noch umzulegen. Ja, cool. Das wäre jetzt richtig cool. Ah, wie verdanken wir das hier? Wieder Phoenix. Oh, shit. Oh, shit, wir sind... Das habe ich gar nicht gesehen. Kacke. Aufwachen und flüchten. Scheiße. Komm schon. Macht schon. Aufwachen. Und kann jetzt nicht Odin kommen. Los, Irvine. Sorg für die Flucht. Bitte. Flüchten. Scheiße. Los. Leute. Bitte nicht Arsch angreifen. Flüchten verdammt nochmal. Ey, das ist doch unglaublich. Steve, Renoir, bitte. Was habe ich für ein Glück mit Phoenix, bitte. Auf jeden Fall gleich wieder flüchten wollen. Bitte, 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 bitte. Außer Marlboro stirbt jetzt. Nee. Egal. Wir haben die Fühler. Das reicht. Scheiß auf das Vieh. Wo sind sie? Marlboro Tentacles. Das könnte ich schlecht atmen lernen, aber das will ich jetzt nicht machen. Ich brauche das für die Waffe. Oh Gott. Was für ein Glück. So. Jetzt will ich nur noch die Drachenzähne haben. Die bekommen wir von Blue Dragon, meine ich, ne? Ja, genau von dir. Perfekt. Mag. Guten Stil. Aber ist gestorben. Gut. Mit Glück einen Drop machen kann. Ach, Dragon Fang. Yeah, Battle. Alexander hat Medicine Level abgelernt. Ist doch toll. Kommt dann Mann bitte wieder rein. Und direkt speichern. So. Jetzt ist hier auch wieder alles aufgefüllt worden, ne? Ja.
Schaut ganz so aus. Mein Bilo hat Magic drin, also kann sie nicht ziehen. Soll sie aber bitte? So, sie Triple. Alles für Renoir. Ja, sie supportet. Sie ist quasi der White Mage. Und Black Mage in einem. Also ein Red Mage. Hex ist ja sowieso. Ich will mehr Ultima haben. Danke. Na gut, ich werde hier noch ein bisschen was einsammeln. Dann sehen wir uns gleich wieder bei irgendeinem Junk Shop. Hat der seinen Grund? Okay, bis gleich. Okay, ich habe mich einfach mal für Balamp entschieden. Das ist relativ wieder näher gewesen. Und der Weg zum Schlangenschub ist nicht so weit wie es in Esther. Ja. Und wir könnten hier nochmal Blitz drawen, was soll ich werden. Es ist endlich soweit. Lionheart Badge. Beste Waffe fürs Thief. Dragon Skin braucht man immer noch. Ein Mondstein, zwei Sternsplitter. Sharp Spike fehlt noch. Wo gab es die nochmal? Wem? Curse Spike war das andere. Das Force Armlet. Naja. Auf alle Fälle hat Steve jetzt seine beste Waffe, das Lionheart. Und damit auch den finalen Angriff, Lionheart. Zu Deutsch Herzensbrecher, wobei es falsch übersetzt ist. Es müsste eigentlich Löwenherz heißen. Ah, gut. Schauen wir doch mal, was wir mit dem Lionheart so machen können. Auf alle Fälle können wir Schaden austeilen. Das können wir doch gleich mal hier unten auf einer kleinen, sandigen Insel testen. Hier gehen wir sowieso bald hin. Ja. Hier ist so ganz viel Sand. Okay. Ah ja, Moment. Ich muss sicher gehen, dass Kaktor mal kurz da wegkommt. Jetzt rüber zu Steve. Dann kommt Steve hier Kamikaze hinein. Aus Gründen für später. Und Macht brauche ich jetzt eigentlich nicht. Stärke plus 40%. Counter ist ganz cool. Ihr seht schon, allein durch Ultima, ich hätte auch ein bisschen was angesammelt davon, ne? Habe jetzt 210 Stärke. Das ist übel. Das ist so übelstmäßig gut. Es sind nur 71 Stück. Ich liebe diesen Zauber. Natürlich ist immer noch tot auf der Kopplung für den Konter. Oh ja. Gut, was wir hier treffen wollen auf Kashkabal Desert Island Ding, ne? Sind Kaktoren. Kaktor gibt uns eine Menge AP, die ich nutzen will, um meine GFs hier mit ihrem restlichen Zeug zu versorgen. Besonders die ganzen Kopplungen sind nötig. Hier bei Tempi plus 40 zum Beispiel noch, oder Defense-Kopplungen. Pandemona hat auch noch, ja, Defense-Stand schon mal 2 zu lernen. Selber aus noch Expense 2 for 1. Das heißt hier, wenn wir es Double benutzen und zwei Score sprechen, wird da einer verbraucht. Ist cool. Alexander muss
Oh ja, die Fans schlagen schon mal 4. Das nimmst du als nächstes. Und das ist noch die Glückskopplung von Kaktusieren. Schau doch mal, ob wir jetzt hier auf ein paar Kaktoren treffen. Wäre geil. Deswegen habe ich auch erst schlecht drin. Ne? Oh. Hier ist nichts. Ein UFO. Mit einer Pyramide. Ha. Ich kann nichts anwählen. Sehr seltsam. Das ist übrigens ein kleines Zeitquiz mit dem UFO. Das werden wir wahrscheinlich noch öfter sehen. Da haben wir einen Sandworm da. Abyssworm? Abyssworm, ja. Yeah. Der rote Tornado, weiß ich gleich Tornado. Ich hab Mag nicht drin, ne? Nee. Na gut, bring den um. Denn nach dem Kerl suche ich hier gar nicht. Ich will ja Kaktoren haben. Boah, der Kampf dauert lang. Weil Sandshark eine lange Animation ist. Da raus. 5000 Schaden, Baby. Dank Ultima der Stärke plus und der Waffe sowieso. Windmühle, ne? Naja. Ja, komm. So. Komm schon, ein Kaktus. Ich weiß, dass die hier gibt. Na los. Das ist kein Kaktor. Das ist doch immer ein... Ja. Chimera. Ja. Was hatten die dabei? Naja, Gesuna, das passt gut. Gleich mal wieder Irren aus dem Stoppmodus befreien. Mit Haze geht das übrigens auch. Über 4000 bis 5000 Punkte Schaden, super. Jetzt kann man gleich mal zum Vorhaben gebrauchen. Ich habe sogar das bestimmte Zweck vor. Deshalb ist auch schon im Auswahlmenü bei Steve der Kamikaze-Befehl. Den werden wir öfter brauchen. Und was er bringt, sehen wir dann auch gleich. Wenn der Kollege hier mal krepieren will. Na los. Wow. Der hat viel ausgehalten. Das muss man ihm lassen. Das ist ja gleich ein Unterschied zur Level 100 Version, ne? Oh, Wasserkristalle. Yay. Hatten wir die schon mal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Na, hatten wir schon. Das beherrscht nämlich schon Aqua Breath. Komm schon hier, zeig mir ein paar Kaktoren. Und dann können wir weiter zu unserer eigentlichen Mission, die wir jetzt vorhaben wollten, sollten tun, haben. Nee, du nicht. Na, denk du ihn auch. Du nicht. Komm, ein Versuch noch für die Kaktoren. Auf eine andere Insel. Die auf jeden Fall auf. Denn dort hat er auch den Groß geholt. Hm? Ha. Süße kleine Kaktoren. Ich liebe sie. Kaktor Rocks. Klar. Sie haben etwa 2500 HP. Vielleicht auch etwas weniger. Entscheidend ist ja, wir kriegen nicht viele Erfahrungspunkte, aber 20 AP pro Kaktor.
Und das nichts Tolles ist, um die Abilities zu trainieren, dann wüsste ich jetzt nicht was. Ja, ich wollte nicht landen. Aufsteigen hier. Was haben sie sogar Dreiergruppen? Wenn ihr dann alle erwischt. Oder Vierer. Oh Gott, ja, mit Odin ist das halt richtig geil, dann 80 AP auf einen Streich zu haben. Das ist schon richtig cool. Und durch Back-Attack. Das hat auch die Chance, jemanden umzubringen. Vielleicht höher. Also bei Gegnern hier im Spiel. Die würden sonst jemanden von hinten angreifen oder von vorne. Nein. Das macht man nämlich nicht. Das ist böse. Drei Stück haben wir erlegt, einer von vielen. Gibt also 60 AP. Gerade so kriegen wir auch wirklich die ganz dicken Abilities auf Maximum innerhalb kürzester Zeit. Sehste ja. Kaktor als nächstes bitte. Glück plus 50%. Gerne. Hier wieder noch so ein Trefferkopplung, also für Ausweichen. Kaktor bombastisch überall. Das ist auch schon bald fertig. Dann haben wir hier die Attack-Kopplung. Ich weiß nicht, ob ihr das Ganze jetzt sehen wollt, wenn ich hier die ganzen GFs, die Abilities da lernen lasse durch Kaktoren. Das ist halt vielleicht ein bisschen langweilig anzusehen. Das ist einfach mal dahin fliegen, wo ich ursprünglich auch hin wollte. Ja, wo war denn das Ding? Hier drüben doch irgendwo, ne? Jawohl, der. Aber was gibt's hier im Wald? Das will ich doch mal prüfen. Im Wald, nicht davor. Oh. Im Wald, was hat's da? Vielleicht irgendwas für die Schlangenhaut? Wäre cool. Wir haben nämlich auch genug für Cells perfekte Waffe. Na gut, perfekt ist halt auch ein U-Punkt-Drache. Ja, hi. Hat Meteor dabei. Das Gute ist ja, er ist nicht auf Level 100. Wie seine Kollegen. Er wird Meteor ziehen, soweit ich die Chance hier habe. Weg. Weg. Ja? Nee, schade. Schade. Das hätte vielleicht sogar noch geklappt. Vielleicht schon gesehen, was ich vorhatte. Ich hätte euch den neuen Angriff zeigen können, der durchs Limit beim Lionheart kommt. Der ist hübsch. Komm schon, noch so ein Drache nochmal? Wäre doch ganz toll. Das ist er nicht, ne? Nee. Das ist ein Wild Hook. Oder? Nee, Deathclaw. Ich glaube, von dem bekommen wir diese Sharp Spike, die wir für Pistis brauchen. Oder? Ich weiß es gerade nicht genau. Aber es gibt Waldhook und Deathclaw. Sind sie recht ähnlich. Könnte also passen, dass wir jetzt Sharp Spike bekommen. Denn der hat ja vier Sharp Spikes an sich dran. Ja? Ihr wisst, was ich meine? Na? Ugh. Keine Items. Ein Versuch noch. Ein Spinnlein. Grand Mantis, hä? Ich hatte nichts Aufregendes dabei. Isula nehme ich noch gern mit, aber sonst. Naja. Ist hier nicht mal viele HP. Na
Einmal kontern. Und tot. Geil. Jetzt wir beim Drachen klappen müssen. Ein Versuch noch. Na los. Geh mit den Kubraumdrachen. Der ist ja irgendwo hier im Wald. Haben wir gesehen. Das ist er nicht. Das ist ein Blitzer und eine Heulechse. Die sind jetzt beide tot. Einmal. Zweimal. Tot. Two dead enemies. Dynamo-Steine. Gut. Bitte. Gut. Dann eben zum Ziel, wo wir hinwollen. Nur wird daraus wahrscheinlich erst in der nächsten Folge was. Wo war das nochmal? Irgendwo hier, ne? Da hinten im Wald, glaube ich. Irgendwo in der Ecke. Ah, gesehen. Da, das Türmchen. So. Wenn man sich erinnert, wir haben hier Odin geholt. Doch da ist auch noch der Thornberry King. Doch um den kümmern wir uns nächstes Mal, wenn es heißt Final Fantasy 8 Steam Edition. Beim Setra-Krater. Bis dahin. Tschüss.